Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Ich habe mich mal wieder inspirieren lassen und ein Rezept von einem anderen Menschen ausprobiert. Und zwar von Lars von Rohe Energie. Ein Rezept für einen veganen Feta-Käse. Der Lars hat mir aufgrund meines Aufrufs vor ein paar Tagen das Rezept für einen Mandelfeta empfohlen, was er auch auf seinem Kanal gepostet hat. Den Link, den findet ihr oben in den Infokarten zu dem Originalrezept und unten in der Infobox. Aber bevor ich euch jetzt zuquatsche, gibt's einfach die ungeschminkte Wahrheit als Live-Video. So, jetzt sind wir wieder mal beim Probieren. Und zwar, der Lars von Rohe Energie hat mir aufgrund meines Aufrufs, um mir ein geiles Feta-Rezept zu geben, sein Rezept gegeben, was er auch wieder bekommen hat von einer anderen Frau, wo es darum geht, einen Mandelfeta zu machen. Und ja, und das Rezept ist relativ einfach, ich habe es mal hingeschrieben, jetzt für eine halbe Portion, weil ich nicht so viel Mandeln da hatte. Also 100 Gramm Mandel, 40 Milliliter Zitronensaft, 90 Milliliter Wasser, 2 Esslöffel Öl, 2 Knoblauchzehen und ein gehäufter Teelöffel Salz. Man muss jetzt dazu sagen, dass der Zitronensaft schon seit 3 Monaten offen ist und wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut ist. Ich habe aber getrunken, schmeckt eigentlich ganz gut. Und wenn der jetzt noch gebacken wird, dann ist ja sowieso noch die ganzen Keime tot und so weiter. Aber falls ich wieder eine Lebensmittelvergiftung kriege, dann weiß ich, dann lag es am Zitronensaft. Aber nichtsdestotrotz, ich will das jetzt nachmachen und entsprechend habe ich den Zitronensaft noch benutzt. Gut, wir fangen an. Also wir tun jetzt im Endeffekt zuerst die Mandeln hier rein. Ich habe nicht ganz so viel Mandeln gehabt, also gemahlene Mandeln 100 Gramm. Deswegen habe ich noch ein paar ganze Mandeln gemacht. Da ich es aber eh mixe, ist es eh egal. Dann halt 2 Knoblauchzehen mache ich rein. Dann 2 Esslöffel Öl. Achso, das war Salz. Ich hätte jetzt 2 Esslöffel Salz. Also 2 Esslöffel Öl. Olivenöl. So. Dann ein gehäufter Teelöffel Salz. Meersalz. So. Haben wir das auch. Und dann eben das Zitronenzeug und das Wasser. Gut. So, und das alles wird jetzt gemixt. Also, Stecker muss natürlich erstmal. So. Und dann tun wir die Masse sozusagen jetzt hier verteilen, solche silikonförmchen. Das werden dann sozusagen kleine Käse, kleine Feta-Käse. Und dann kommt das in den Ofen. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube 180 Grad in 40 Minuten. Aber da gucke ich jetzt nochmal aufs Video. Das mache ich auf jeden Fall genauso. Und ja, und wenn sie dann erstmal offen kommen, dann sehen wir uns dann wieder und da werden wir sehen, ob uns der Lars verarscht hat oder ob das wirklich gut schmeckt. Oder die Frage ist sowieso, schmeckt das überhaupt nach Feta, ne? Also, oder nach Käse generell. Ich könnte zwar jetzt schon mal testen, aber ich habe irgendwie jetzt überhaupt keinen Hunger. Und da würde ich glaube ich jetzt schon, außerdem ist der Zitronensaft ja wahrscheinlich schlecht und dann lasse ich den lieber nochmal abbacken. Bleibt wahrscheinlich ein bisschen was übrig, aber naja, das kann man ja dann vielleicht irgendwie eine extra Form machen oder so. So, ich habe das natürlich mit viel mehr Liebe gemacht, als das der Lars gemacht hat. So. Okay, da würde ich sagen, ab in den Ofen. So, jetzt ist er fertig. Der Feta. Also die Garzeit mit 180 Grad bei 40 Minuten, die würde ich sagen, ist ja etwas zu viel. Aber ja, also der ist total verbrannt. Hier, ja gut, hier geht es ein bisschen. Naja, aber die meisten sind eigentlich total verbrannt. Also 40 Minuten bei 180 Grad würde ich sagen. Naja, aber das kann man ja anpassen, das ist ja kein Thema. Da hat uns der Lars mal wieder verarscht.
Aber geschmacklich, das ist jetzt das Entscheidende. Der ist noch ein bisschen heiß. Naja. Ja, aber so rein von der Optik her ist es schon okay. Plus sind halt echt noch ein bisschen weich und verbrannt. Also wahrscheinlich Temperatur ein bisschen niedriger machen. Und ja, ein bisschen niedriger und dafür vielleicht ein bisschen länger. Weil so richtig von der Konsistenz her, die sind innen halt richtig noch, seht ihr ja, richtig weich. Außerdings, also dünner streichen dann wahrscheinlich. Also richtig dünn streichen und es kommt wahrscheinlich auch auf den Ofen drauf an. Aber das mal drauf geschissen, da kann man ein bisschen rum experimentieren mit den Gradzahlen und sowas. Jetzt geht es um den Geschmack. Ne? Feta, bin gespannt. Naja, also sag mal so, ist nicht komplett verkehrt, aber die Konsistenz ist halt schon echt schon Arsch. Weil das halt, ja, ist außen ein bisschen bröselig und innen total weich. Naja, ich verstehe schon, warum man so ein bisschen in die Richtung geht. Ist halt salzig, zitronisch, ein bisschen fettig. Ja, es geht schon, also. Also ich muss sagen, also bisher wahrscheinlich auch sogar der beste Feta-Ersatz. Aber naja. Naja. Es ist der beste Feta-Ersatz. Haut mich nicht vom Hocker, aber kann man definitiv nochmal machen. Also ich glaube, ich werde es mal ein bisschen versuchen zu optimieren, was die Garzeit angeht. Und ja. Der beste, best of the rest, würde ich sagen, bisher. Ich habe drei verschiedene Feta-Ersätze probiert. Zwei gekauft, einen selber gemacht. Und der hier ist best of the rest. Wie gesagt, die Konsistenz, das geht überhaupt nicht. Also die Garzeit, da muss ich irgendwie was anpassen. Aber, jo, kann man machen. Ja, also zum einen ist mir tatsächlich etwas schwummerig. Keine Ahnung, ob das am faulen Zitronensaft liegt oder dass ich heute Nacht wirklich kaum geschlafen habe. Aber letztlich wird das ja im geschmacklichen Endprodukt eigentlich nicht so einen großen Unterschied machen können, da ich ja den Zitronensaft, schlecht oder nicht, vorher gekostet habe und er auch ja wie Zitronensaft geschmeckt hat. Also die Gartemperatur, also bei meinem Ofen ist die definitiv zu heiß, aber jeder Ofen ist anders. Beim Lars hat es wunderbar funktioniert, die Dinger sahen total geil aus bei seinem Video. Aber ich habe mir überlegt, dass ich das beim nächsten Mal einfach dörre. Da brennt nichts an und die Rohkostqualität ist da auch gewährleistet. Ich kann beim Rohkost-Potluck noch andere Meinungen über diesen Feta einholen. Also wenn die Konsistenz etwas stabiler wäre und nicht außen wie ein Keks und innen matschig ist, dann könnte man wirklich von einer ja, geschmacklichen Alternative zum Feta reden. Aber das Mundgefühl, das war einfach so desaströs, dass man da wirklich ja, kein objektives Urteil abgeben kann. Eventuell noch ein paar ja, Flohsamenschalen reintun, damit es etwas zäher wird vielleicht. Ja, aber zumindest, ich sag mal so, das ist eine durchaus brauchbare Basis, wo man ansetzen kann. Also falls einer von euch auch so ein Feta-Vermisser ist wie ich, dann ja, ist vom Geschmack her relativ brauchbar, zumindest das Brauchbarste, was ich bisher gegessen habe. Nur die Konsistenz geht halt überhaupt nicht. Alles in allem, ja, sage ich mal danke Lars für das Rezept. Haut mich wie gesagt nicht vom Hocker, aber wie schon im Video erwähnt, best of the west. Und ja, wenn ich diese verdammte Konsistenz auch noch ein bisschen verbessern könnte, naja, dann könnte es eventuell wirklich mal eine Sache werden, wo man dran arbeiten kann. Wenn jemand noch ein anderes Rezept hat für einen Feta-Ersatz, dann immer her damit. Aber wirklich selbst ausprobierte Rezepte, so wie jetzt vom Lass und nicht irgendwas aus dem Internet zusammenkopiert, das kann ich selber machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in das Wochenende und wir sehen uns morgen und ich hoffe, dass es mir da ein bisschen besser geht und ich den Zitronensaft wieder ausgeschissen habe. Euer Christian. Tschüssi.